Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Ich bin gerade mitten im Turnier gerade fertig geworden und mein Gegner, Florian Fuchs, einer der Spitzenspieler des bayerischen Jugendkaders, der hat so 1920, aber ist sehr, sehr jung. Der ist 2007 geboren, also 7 Jahre jünger als ich. Und ja, für ihn war es bis jetzt ein sehr gutes Turnier. Der hat ordentlich gepunktet, auch so andere starke Spieler, die stärker sind als ich, geschlagen, so 2250. Und ja. Wir starten mal. Ich sage euch eins, es ist ultra lehrreich, weil was hier passiert ist, den Fehler, den er gemacht hat, wir gehen gleich genau drauf ein, ist so eigentlich ein typischer Fehler, mit dem ich oft konfrontiert werde und gegen den es eigentlich perfekt ist zu spielen. Das macht dann total Spaß. Ihr seht, wie es kommt und auch wie ihr daraus lernen könnt. Seid bitte so lieb, lasst ein Abo da, liked das Video, falls ihr es noch nicht direkt gemacht habt, dann unterstützt ihr mich, wenn ihr den Inhalt, wenn ihr es gut findet. So, ich war schwarz. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5. Mein Gegner, jung und wird gefördert, spielt hier natürlich die spanische Öffnung. Sozusagen das Beste, was man, also kann man jetzt natürlich drüber streiten, aber so auf Weltklasse-Niveau ist Spanisch schon die anerkannteste Öffnung hier. Italienisch ist aber auch ziemlich gut. Kann man drüber streiten. Natürlich ist Schottisch und viel Springerspiel kann man auch alle spielen, aber wenn man kann es auch anders ausdrücken, mit Spanisch hat Weiß eine gute Chance, Eröffnungsvorteil mitzunehmen. So, ich spiele hier G6, genau wie in den Videos auch. Ist einfach eine coole Eröffnung. Falls ihr das noch nicht kennt, schaut euch gerne mal das Theorievideo dazu an. Ich mag die Stellung, die hier rauskommt, und jetzt hat mein Gegner schon angefangen zu überlegen. Der war raus aus der Theorie, hat jetzt hier Rochade gespielt, das ist okay. Läufer G7, C3. Beste Variante eigentlich. Man kann auch direkt C3 spielen und dann danach rochieren oder direkt C3 und D4. Aber immer wenn C3 kommt, ist es ein Schlüsselmoment für uns. Wir müssen nicht A6 spielen, Läufer A4 und D6. Das ist ganz wichtig, damit wir auf D4 den Zug Läufer D7 haben. Wir wollen, also C3 bereitet D4 vor und wir wollen dann so weit sein, Läufer D7 zu spielen, damit auf das Schlagen wir einfach mit zum Beispiel Springer oder mit Bauern zurückschlagen, aber hier ist besser mit dem Springer zu nehmen. Also Springer schlägt, zum Beispiel Springer schlägt, Bauer schlägt und jetzt steht der Läufer hier auf D7 einfach gut. Und ich gebe zu, diese Stellung hier ist jetzt nicht so toll, um hier auf Sieg zu spielen, falls der Gegner alles runtertauscht, aber auch das geht. Ihr seht gleich, die Partie ist sehr, sehr ähnlich. Aber denkt daran, wir haben ausgeglichen. Und das ist sehr wichtig, im Hinterkopf zu haben, weil wir spielen hier gegen Spanisch und es ist eine absolute Nebenvariante. Der Gegner kann hier in sehr viele Fallen tappen. Und ja, C3, A6, Läufer A4, D6. So, auf D4 spielen wir Läufer D7. In der Partie kam H3. Das ist ein bisschen Zeitverschwendung, aber nicht so schlimm. Also ich könnte jetzt mit Springer F6 und D4 zum Beispiel Läufer D7 in die Hauptvariante übergehen. Aber ich wurde jetzt schon ein bisschen gierig und habe lieber Springer E7 gespielt. Das ist sehr ambitioniert. Der Springer steht hier im Prinzip nicht perfekt, aber die Idee ist es, schnell F5 durchzudrücken. Und mein Gegner spielt jetzt D4, bester Zug, und steht ein bisschen besser, muss man sagen. Also, das ist okay für Weiß. Er hat schönes Zentrum, aber es ist so. Im Prinzip habe ich hier psychologischen Vorteil, weil es ist mein Terrain, ich kenne mich hier aus und F5 ist schon gefährlich. Und wir haben danach analysiert, er hatte schon Angst vor F5, also Rochade. Und hier typischerweise wird hier oft vorbeigezogen. Das ist jetzt im Prinzip eine Art Königsindisch, weil der Gegner versucht jetzt hier ganz viel Raum zu holen. Also ich spiele hier zum Beispiel Springer B8. Sieht komisch aus, dass der Springer wieder zurück auf Start geht, aber der kriegt hier gute Felder und wir drücken H6, F5 durch. H6 zuerst übrigens, damit auf direkt F5 kommt immer der Springer hier über G4 rein. Das wollen wir nicht. Deswegen zuerst H6 und dann F5. Und die Engine gibt hier Ausgleich. Also das ist völlig in Ordnung. Sind aber die meisten Partien, die so verlaufen, kann ich aus Erfahrung sagen. Wenn man die Entspannung lässt als Weiße, zum Beispiel Turm E1, dann wieder H6 und F5 durchdrücken, das ist okay. Man kann sogar mit dem Bauern schlagen, der König wird dann nicht schlecht, das also nicht gefährdet. Mein Gegner hat sich fürs Schlagen entschieden. Ich schlage mit dem Bauern zurück, könnte auch mit dem Springer nehmen, aber ich wollte gern Figuren am Brett lassen. Und jetzt, ganz wichtiger Schlüsselmoment in der Partie. Mein Gegner, über 1900 richtige Zahl, online vielleicht 2-2, 2-3, hat hier sich für einen Zug entschieden, den ich auf keinen Fall von euch sehen will. Auch nicht gegen stärkere Gegner.
der hat hier Damen getauscht. Das muss einfach nicht sein. Nach Damentausch, wie schätzt ihr die Stellung ein? Ja, also völlig ausgeglichen. Vielleicht, also ich hatte hier schon lieber schwarz, weil ich hier die D-Linie habe, aber er kann natürlich mit Turm D1 die wieder bekommen. Aber völlig ausgeglichen. Wenn man hier weiter spielt, ganz normales Schach, zum Beispiel irgendwie Springer entwickeln, wie auch immer, vielleicht auch Dame E2 mit der Idee Turm D1. Ich hätte hier übrigens wahrscheinlich Läufer E6 gespielt und auf Turm D1 Dame C8 und dann schaue ich Richtung König und drücke F5 durch. Aber das ist auch noch ein bisschen besser für Weiß. Man muss ehrlich und objektiv sein. Weiß hat hier, ja, einfach so diesen typischen spanischen Vorteil. Er hat die D-Linie. Also, aber was man nicht machen soll, das ist hier der typische Fehler. Mein Gegner hat versucht, auf Remis zu spielen. Danach, in der Analyse, habe ich auch gemerkt, also er hat ein bisschen Angst, weil ich eben doch so deutlich mehr als 200 Punkte mehr habe und deswegen hat er auf Remis gespielt. Und macht das auf keinen Fall. Kämpft, wirklich kämpfen. Der beste Weg, ein Remis zu holen, ist, auf Sieg zu spielen. Wenn der Gegner nur auf Remis spielt, ist es das leichteste Spiel, was man überhaupt hat, weil man spielt auf zwei Ergebnisse. Verlieren wird sehr unwahrscheinlich. Und ja, im schlimmsten Fall gibt man halt ein Remis, aber man kann immer schön auf Sieg spielen. Läufer E3, guter Zug. Also er hat auch nicht schlecht gespielt. Das will ich hier auch gar nicht unterstellen, aber diesen Damentausch, der war zu unambitioniert. H6, wieder mit der Idee F5. Also man muss immer H6 davor spielen. Wenn ich hier direkt F5 spiele, ja, das kann man schon machen, aber zum Beispiel auch nach dem Schach würde der König gerne nach H7 gehen und langfristig will ich nicht, dass hier ein Springer reinkommt. H6 ist also logisch, nimmt also zwei Figuren schauen auf dieses Feld, also decke ich's. Und hier, jetzt sind wir im Endspiel, im Prinzip ist jetzt Zeit nicht so wichtig. Und mein Gegner hat wieder Turm D1 gespielt. Und also er hat jetzt wieder eher unambitioniert gespielt, weil abtauschen, ja, ins Endspiel gehen, das ist eigentlich nicht das, was man als Weißer will, vor allen Dingen nicht im 12. Zug. Läufer E6, also kommt euch jetzt vielleicht die Analyse kommt euch jetzt vielleicht hart vor, aber ich will wirklich, dass ihr nicht auf Remis spielt, sondern wirklich schön Figuren am Brett lassen und versuchen, den Gegner zu überspielen, vor allen Dingen, wenn man weiß ist und eigentlich noch Eröffnungsvorteil hat. Läufer E6, okay, alle Leichtfiguren sind entwickelt. Und was kommt jetzt? Springer A3, okay, Springer am Rand, ja, kann man machen. Er meinte, er hatte keine Lust auf diese Stellung, wenn ich F5 spiele, im Prinzip hat er Angst vor F4, aber ich glaube, und die Engine gibt mir recht, also wir haben das schon zusammen analysiert, dass Läufer C5 hier auch noch okay wäre, weil der Läufer steht auf dieser Diagonale gar nicht mal so schlecht. Und das ist natürlicher, als den Springer an den Rand zu stellen, aber ist okay. Stellung ist eigentlich sehr, sehr lange ausgeglichen, weil hier F5. Und ich frage euch, welche Seite hättet ihr so aus menschlicher Sicht lieber? Okay, ich glaube auf jeden Fall schwarz. Also die Stellung ist zwar noch ausgeglichen, es steht schon Minus davor, also Minus 0,2. Nach dem nächsten Zug Minus 1. Also es gibt hier Potenzial für Schwarz noch was zu holen, obwohl wir im Prinzip im Endspiel sind und sich jederzeit die Türme tauschen können. Aber mit diesem F5-Vorstoß, wir schauen mal, also was natürlich der Elefant im Raum ist hier, was ist denn, wenn er einfach nimmt? Und dann schlage ich auf jeden Fall mit dem G-Bauern zurück. Wir wollen hier diesen Bauernschwung haben. Und das kann schon nervig sein, irgendwann mal E4, Springer, E4, vielleicht kommt der Springer rein nach D3. Oder ich pushe auch mal den F-Bauern. Das hier ist eine Zeitbombe. Also im Prinzip kann hier jederzeit was passieren. Die Bauern nehmen extrem viele Felder. Stellung ist ungefähr ein Bauern besser für Schwarz. Das will man eher nicht. Genau. Deswegen habe ich hier schon ein bisschen Potenzial. Ich kann diesen Hebel jederzeit auflösen. Und mein Gegner dachte, er tauscht einfach weiter ab und es bringt ihn mehr Richtung Remis. Ist aber nicht der Fall. Wirklich, glaubt mir das. Läufer B3. Und hier hätte ich schon einen sehr starken Zug gehabt, den ich nicht gesehen habe. Ich hätte tauschen können. Bauer schlägt und Springer A5. Und wie deckt er den? Ja, wird schwierig. Also Springer D2 könnte man versuchen. Dann kommt F4. Der Läufer hat nur ein Feld. Und jetzt Taktik, 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 Taktik. Turm schlägt E2. Turm schlägt einen Springer B3 mit einer fetten Gabel. Ich weiß, der Springer hängt, aber am Ende habe ich einen Bauern gewonnen. Das heißt, auf Springer A5 hätte es eigentlich nur B4 gegeben.
aber auf B4 zum Beispiel den, der Turm muss ziehen und schlagen und jetzt kriegt er den Bauern nicht so leicht zurück, weil die typische Idee auf das Schlagen ist, also sehen wir auch gleich in der Partie, Springer D2 und den wiederzuholen, aber jetzt auf Springer D2 tausche ich einfach ab und habe erstmal einen Bauern mehr. Auch wenn es kein schöner Bauer ist. Aber haltet euch fest, das kommt doch in der Partie. F5, Läufer B3, aber ich dachte mir auch, übrigens zweitbester Zug, auch sehr logisch, König F7. Hey, wie wär's, wir tauschen? Und mein König ist auf einmal super aktiv. Ja, hat mein Gegner auch gemacht. Hier auf keinen Fall freiwillig tauschen, das jetzt hilft mir extrem. Weil jetzt habe ich auf einmal meinen König im Prinzip auf Zeit meines Gegners nach E6 gebracht. Und ich spiele mit einer Figur mehr, weil dieser König ist ganz schön aktiv. Springer C4. Also hier jetzt auf jeden Fall feinste Endspieltechnik. Will mich jetzt nicht zu sehr loben, aber ich hatte in der Partie recht viel Zeit, um über dieses Endspiel nachzudenken und habe tatsächlich die ganzen Nuancen ganz gut berechnet. War eine sehr saubere Partie, habe es schon analysiert. Der König ist sehr aktiv und ich habe hier potenziell mit diesen Bauern entweder schlagen oder vorbeiziehen. Also wenn jemand auf Sieg spielt, dann ich. B6. Abwarten. Was ich nicht will, ist, also man könnte ja auch mit B5 spielen, aber dann wird immer dieses Feld C5 extrem schwach. Der Springer zum Beispiel geht nach D2, nach B3 und wieder nach C5 und da steht eine Figur sehr schön. Deswegen wollte ich erstmal B6 spielen, schauen, was mein Gegner macht. Vielleicht macht er ja Fehler. G3. Er hat nämlich Angst vor diesem Zug F4. Beispielvariante hier, Springer D2. Direkt läuft in F4, der Läufer ist weg. Das ist nur, sind nur so Beispiele. Wenn ein Springer nach D2 geht und eine Figur ist, der Läufer weg. Deswegen kam G3 und Läufer F8. Ganz, ganz, ganz ruhig angehen die Sache. Ich warte ab, was er macht. Er kann jederzeit schlagen, das wäre immer ein Fehler. G schlägt und hier dieses Bauern, wir hatten es gerade schon besprochen. Das heißt, das ist schon mal ein Problem. Das existiert einfach. Und nach Läufer F8 kann er jetzt einiges an Fehlern machen. Hat er auch. Er hat jetzt König F1 gespielt. Eigentlich logischer Zug, König aktivieren. Aber Läufer auf 8 hat auch eine Drohung aufgestellt. Schaut mal, Schwarz am Zug, was macht Schwarz? Okay, ich löse jetzt auf. Ab hier geht die Partie nur noch in eine Richtung. Nochmal kurz der Appell, like dieses Video, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Ich muss ein bisschen dran erinnern, weil für den YouTube-Algorithmus, ich weiß, einige von euch werden wahrscheinlich diese Turnierserie, also die meisten habe ich schon aus der Resonanz gesehen, finden es cool. Gibt wahrscheinlich auch einige, die lieber das typische normale Training wieder wollen. Verstehe ich auch, aber ich mache das jetzt auch zu Ende. Ab Dienstag gibt es wieder das ganz normale Training. Genau, das wollte ich nur mal gesagt haben. Freue mich auch wieder drauf. Habe schon cooles Trainingsmaterial rausgesucht. Jeden Tag ein Video. Ihr haltet das aus. Und diese Turnierpartien sind extrem lehrreich. Wenn ihr das hier versteht, habt ihr jetzt extrem viel dazugelernt. Weil Weiß, obwohl er so ein starker Jugendspieler ist, hat hier wirklich den falschen Spirit gehabt. Der hat hier die falsche Einstellung. Er hat die ganze Zeit eher versucht, hier den Laden zusammenzuhalten. Hat mich aber, schaut mal, wie ist der König denn hierher gekommen? Warum habe ich hier so gute Hebel aus dem Nichts, obwohl, wenn wir hier schauen, die Partie eigentlich gerade noch so aussah, wo Weiß, ehrlich gesagt, nach Dame E2, Turm D1 ein bisschen Vorteil hat, obwohl ich nur natürliche Züge gemacht habe. Das ist, weil der Gegner Frémy gespielt hat. Geschlagen, das ist der Zug. Als ich euch gefragt habe, überlegt, was kann Schwarz hier machen, ich schlage diesen Bauern. Okay. Natürlich springt er D2 und er holt sich den, aber hier der Zug B5. Aha. Das war die Idee. Übrigens habe ich hier mit Läufer F8 hin aufgebaut, weil der Springer zieht, hat nur ein Feld. Und jetzt Springer D5. Droh eigentlich ziemlich brutal. Also, wie sollte er sich jetzt seinen Bauern zurückholen? Droh ich eigentlich eventuell zu nehmen und irgendwie Springer A5, Springer C4 und schaut euch die Bauernstruktur an. Kann sein, dass es noch Remis ist, aber Spaß macht es nicht. Und ja, davor hatte der Gegner Angst. Was er gespielt hat, muss nicht unbedingt besser sein. Er hat nämlich Springer C2 gespielt. Ich dachte, in der Partie das ist der beste Zug. Die Engine sagt, beide Varianten sind ungefähr gleich stark. Und jetzt die Frage, was war meine Idee? Warum habe ich so komisch gespielt? Ja, meine Idee war Springer F6. Ich will diesen Bauern decken. Ich will den halten. So leicht ist es nämlich gar nicht, den wiederzukriegen. Und ich bin gierig. Ich habe zwei Bauern mehr. Im Endspiel kann man wirklich bauerngierig sein. Er hat ja auch keine Kompensation dafür. Und Springer B3, schaut auf dieses Feld. Ich spiele Turm D3, typisches Motiv. Hier, der Bauer deckt dieses Feld, sollte er tauschen, das wäre grauenhaft.
habe ich einen Freibauern bekommen, der Springer muss irgendwie wieder ziehen und den decke ich direkt. Jetzt habe ich wirklich einen glatten Freibauern mehr. Stellung ist minus 3, also total gewonnen. Kann er nicht machen. Bester Zug wäre hier König E2. Dann zum Beispiel Turm AD8 und ja, diese Stellung hier ist besser für Schwarz, so ungefähr einen Bauern, den ich auch mehr habe. Wahrscheinlich gewinne ich die, aber es wird schon noch ein Kampf. Mein Gegner hat Läufer C5 gespielt, den habe ich natürlich kommen sehen, darf ich nicht nehmen wegen der Gabel, Schach. Also spiele ich Springer D7, Läufer schlägt F8, Turm schlägt F8, das war die logische Variante. Und hier wieder König E2, ganz wichtig, wir sind im Endspiel, der König muss mitspielen. Schau mal, was das hier für ein König ist, so ungefähr sollte der andere auch sein und mit König E2 ungefähr ein Bauer steht weiß schlechter. In der Partie kam König G2, das ist tatsächlich der zweitbeste Zug, der ist aber nicht besonders gut, weil ich hier jetzt wirklich einen glatten Bauern mehr habe. Der hier ist nicht so leicht zu gewinnen, also nach meinem nächsten Zug, also ich kann den erstens immer wieder decken und jetzt habe ich auch einen sehr, sehr starken Zug. Schaut mal rein. Schwarz am Zug. Im Prinzip macht er fast den Sack zu. A5. Das ist brutal. Der Turm kann immer noch nicht genommen werden. Aber meine Idee ist jetzt A4 zu spielen und sollte Weiß selbst A4 spielen, dann tausche ich zum Beispiel Türme, Turm schlägt und Schlag auf A4. Total gewonnen. Lustige Bauernstruktur übrigens, aber der Springer hat eigentlich nur D2 und jetzt zum Beispiel Springer C5 und das sieht echt krass aus, wie die Springer und die Bauern stehen. Hatte ich noch nie sowas am Brett. Aber das ist total gewonnen. Also überall komme ich rein. Minus 4. Kam aber nicht. In der Partie kam jetzt Springer D2. Und jetzt ist es eigentlich verloren, die Stellung. Die beste Verteidigung wäre noch gewesen Springer E3. Das ist aber auch ziemlich schlecht für Schwarz. Also zum Beispiel A4. Springer D2 jetzt. Zum Beispiel Springer C5. Und ich habe super aktive Figuren, komme mit dem Springer auch mal hier rein, droh gerade eine Fesselung, also auch total gewonnen. Zum Beispiel auf dieses Opfer hier könnte man schlagen, sieht erstmal gut aus für Weiß, aber zum Beispiel Turm schlägt F2, König 1. Das ist jetzt nur eine Computervariante, aber ich bin die schnell durchgegangen, weil was Ähnliches spielt gleich in der Partie nochmal eine Rolle. Hier nämlich nach A5, Springer D2, habe ich jetzt Springer C5 gespielt und es sieht so aus, als gäbe es eine Taktik für Weiß, nämlich hier zu schlagen. Genau, ähnlich wie das, was ich gerade gezeigt habe. Funktioniert aber nicht, weil ich zurückschlage und den Turm im Prinzip, also Quartett, opfer. Aber jetzt habe ich das Schach und kriege hier den Springer. Und das auch total gewonnen. Minus 8. Zwei Springer sind einfach zu viel. Und ich habe nebenbei auch noch einen Bauern mehr. Also das wäre nichts gewesen. Mein Gegner hat jetzt hier in der Stellung, hat es mir leicht gemacht, hat Springer F1 gespielt. Die Drohung ist aber übrigens Turm D8 mit Figurgewinn. Ja, also die Engine gibt schon Varianten, wie hier einfach die Qualität zu geben. Springer B3. Das aber auch total verloren, einfach tauschen. Also, hier ist kaputt, aber wir sind am Ende. Springer F1, wie gewinnt Schwarz am leichtesten? Nach zwei Zügen hat mein Gegner aufgegeben. Angegriffen, kann nur einfach nur durch diesen Zug gedeckt werden. Jetzt Turm, Springer D3, minus 7, er hat aufgegeben, weil gleich kommt Turm F2 und dann bricht hier alles auf der zweiten Reihe zusammen. Okay, das hier war ein sauberes Endspiel. Man muss auch sagen, man hat gemerkt, dass der Gegner noch ein bisschen jünger und schwächer war. Aber er hat wirklich auf Remis gespielt. Er hat es mir hier leicht gemacht, die Damen getauscht. Der kann bestimmt gut rechnen und macht bestimmt viele Taktikaufgaben. Deswegen unbedingt die Damen am Brett lassen. Viel bessere Chancen. Macht sowas nicht wie hier. Sich einfach nur reinstellen, alles abtauschen ganz schnell. Ich will ins Endspiel. Ich will, dass alles weg ist vom Brett und dann habe ich Remis. So ist es nicht. Hier hatten durch diese aktive Stellung mit F5 und König E6 konnte ich guten Gewissens nehmen und habe mich dann diesen Bauern festgeklammert und habe super aktive Figuren. Und ja, hat nur 28 Züge gedauert, obwohl es so aussah, als ob hier im 10. Zug jetzt ein Remis am Brett ist. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, dass ihr mich hier bei diesem Turnier begleitet. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber ist eigentlich auch für mich ganz cool, die Partien so zu reflektieren. Ich wünsche euch alles Gute. Like dieses Video, lasst ein Abo da. Wenn ihr Lust auf Gruppentraining habt, sagt Bescheid. Wir haben Plätze frei ab 1200 Elo. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.